Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 76. Da ich nicht weiß, ob jemand jetzt hier drin ist. Was war das für ein Geräusch? Oh, das sind nur wieder meine Ketten. Okay, alles klar. Wir sind in Sicherheit. So, ich habe gerade einen Kommentar bekommen, ich soll deutlicher sprechen. Ich gebe mein Bestes, das zu verbessern. Hat noch niemand gesagt, aber... Ich gucke, dass ich das hinkriege. Ich glaube, das liegt daran, dass wenn ich, sobald ich halt mitten in der Aufnahme bin, dass ich dann mich entspannt fühle und mein Mund dementsprechend auch entspannt ist. Verstehst, was ich meine? So. Keine Sau hier? Perfekt. Puh. Wir sind wieder Platz 4. Das ist ein gutes Zeichen. Denn so können wir die Leute überraschen. Sobald ich Platz 3 bin, ist jeglicher Überraschungseffekt dahin. Deswegen mag ich es lieber, Platz 4 zu sein. Wieso ich überhaupt Platz 4 bin, weiß ich auch nicht. Weil eigentlich müsste ich irgendwo Platz 20 sein. Aber hey, ich bin ja nach den ersten 3 Minuten Platz 6 gewesen. Was irgendwie seltsam ist. Bifester denkt sich bestimmt, oh mein Gott, Zero ist online gekommen. Auf ihn! Auf ihn! So stelle ich mir das mal vor, dass irgendwo so ein Mitarbeiter sitzt und einen Knopf drückt, auf dem Zero steht. Target acquired. Ist hier jemand? Wir gucken mal ganz kurz auf die Karte. Oh, Snoopy ist wieder auf Platz 1. Ah, ich bin Platz 3. Ich würde am liebsten einfach irgendwo runterspringen und sterben. Das wäre schön. Okay, aber ich glaube, wir sind ziemlich in Sicherheit. Wir müssen... finde das Passwort. Ach, okay. Wir müssen zurück ins Haus und da den Scheiß finden. Das lohnt sich gar nicht, meine guten Waffen einzusetzen. Wobei das ja auch schon eine gute Waffe ist. Ich habe nicht viel Munition dafür. Wie sie wie die Fliegen fallen. Oh, ein Redaway. Kann ich mir eigentlich mal wieder reinziehen, ne? Weil wenn ich sterbe, verliere ich ja einen Großteil davon. Das ist ein bisschen ungünstig. Dann ziehen wir uns mal beide rein. Und jetzt zum Haus. Warum ist das hier so geschmückt? Wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Wir haben lange keinen Kommandanten mehr gesehen, also diese piependen Viecher. Sind die jetzt ausgestorben? Haben die das genervt? Weil vorher hat man sie ja überall gesehen. So. Etapsi-Haus. Ne, das ist ein anderes Haus. Das ist definitiv ein anderes Haus. Ah, das ist bestimmt dieser Nuschel-Effekt, wenn ich so ein bisschen leiser rede. Oder? Ist es das? Ich habe keine Ahnung. Was suche ich überhaupt? Die fehlenden Zutaten? Für Sonderbrauchstation. Oh, hi. Gärung ist ein metabolischer Prozess, bei dem durch Enzyme chemische Veränderungen in organischen Substraten hervorgerufen werden. Alles klar, Nerd. Levys persönlicher Eintrag. Persönliche Aufzeichnung. Zeitstempel 11207613444. Meine Nuka-Cola-Lampe ist in der Sonderedition in gutem Zustand eingetroffen. Nach einigen Modifikationen bin ich sehr zufrieden. Jetzt habe ich auf jeden Fall die beste Nuka-Cola-Sammlung der Stadt. Aber mehr passt in diese kleine Bruchbude nicht mehr rein. Lösung? Ich brauche ein Lagerhaus in Morgantown, um weiter expandieren zu können. Aber zuerst muss ich für die Finanzen sorgen. Ich benötige ein erfolgversprechendes Geschäftsmodell. Hier gibt es jede Menge Studenten. Aber was könnte ich Ihnen... Ah, Vorschlag. Studenten lieben Alkohol. Und ich liebe Nuka-Cola. Ich werde eine hochprozentige Spirituose mit Nuka-Cola brennen. Das perfekte Getränk. Es braucht nur noch einen Namen.
wie leicht erschrocken. Oh, ich bin so neidisch. Ich will auch so ein Zimmer haben. Ich will die Lampe haben. Moment. Ich glaube, ich brauche hier das hier, ne? Dekoration. Sheep Squatch, Plüschtier. Das ist auch nicht schlecht. Ich will aber die Lampe haben. Ich will die Lampe haben. Ihr habt ein Design, also wieso verkauft ihr den Scheiß ja nicht? Die haben den nicht. Übrigens, die Eier kann man doch irgendwie finden. Deckenleuchte. Kill, love and love. Töte, lache, liebe. Ah, Nuka-Cola. Ich werde bei mir Nuka-Cola einrichten. Alter. Ich will alles voller Nuka-Cola haben. Wieso haben sie die Lampe nicht hier? Wie fest, aber warum? Tut mir das nicht an. Schade. Ich hätte sie so gerne gehabt. Wie fester, bitte. Bitte tut sie da rein. Ist die geilste Lampe aller Zeiten. Ist hier irgendwo noch ein Bot? Judy's Terminal. Von Judy haben wir schon viel gehört. Persönliches Tagebuch. Robo hören. Ich sage das nicht einfach so. Aber heute habe ich mir fast in die Hose gemacht. In der Flüsterkneipe war alles dunkel und still, wie zu erwarten. Dann bin ich ins Hinterzimmer gegangen und stand einem riesigen Augapfel und einem schwebenden Gehirn gegenüber. Ich lief direkt nach Hause, wo Levis mir erklärte, was ein Robohirn von General Atomics im Keller macht. Er hat einen Zettel unter seiner Tür durchgeschoben, auf dem Getränketester gesucht wird, stand. Ich mache mir Sorgen. Wie ist er überhaupt an diese Technologie gekommen? Wofür benutzt er sie? Wann erzählt er es mir? Was ist los? Oder was los ist? Wie ich gerade natürlich nicht von Levis selbst erfahren habe, arbeitet seine Mutter bei General Atomics. Warum er das noch nie erwähnt hat, obwohl wir uns schon so lange kennen, ist ein Rätsel. Auf jeden Fall erklärt das, woher er das Robohirn hat. Was es jedoch nicht erklärt, ist, wie er es bekommen hat. Ob es sicher ist oder legal, Levis würde uns doch nicht in Gefahr bringen, oder? L selbst ist gar nicht mal so schlecht, aber es darf kein Sterbenswörtchen über ihn nach außen dringen. Nicht bevor ich nicht alles in Erfahrung gebracht habe. Meine Güte, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt Zeit habe, dem nachzugehen. Neue Füchse. Die neuen Füchse finden die Nukaschein-Initiative richtig gut. Sie haben die Flüsterkneipe noch bis in die Nacht für die Eröffnung vorbereitet und einer hat sogar ein professionelles Etikett für uns entworfen. Keine Ahnung, ob sie nur deswegen in Verbindung sind. Ich weiß nicht so recht, was ich davon halten soll. Anfangs war ich begeistert. Wahrscheinlich mehr als irgendjemand sonst. Aber jetzt scheint es irgendwie außer Kontrolle zu geraten. Ich glaube, es ist zu spät, um aufzuhören. Das Geld wurde schon ausgegeben. Alle wissen Bescheid. Und alle verlassen sich darauf, dass ich dafür sorge, dass es was wird. AdPads waren schon immer die Außenseiter und jetzt sind wir an der Uni zum allerersten Mal die Nummer 1. Wie könnte ich die anderen da im Stich lassen? Vorratsraum. Ja, gib mir das Passwort. Juhu, wir haben das Passwort. Ich musste heute den Vorratsraum in der Flüsterkneipe verriegeln. Bei all den Sachen, die mir derzeit durch den Kopf gehen, vergesse ich das Passwort bestimmt. Also hier ist es. Schein. Wer hätte es gedacht? Wenn irgendjemand rausfindet, was Levis da lagert und dem Nuka-Schein-Rezept hinzufügt, dann wird es schlimm. Hoffentlich kann ich das vergessen und gute Miene zum bösen Spiel machen. Heute ist es soweit. Das Nuka-Schein hat zur größten Party des Jahres geladen und ausnahmsweise kommen auch die Ad-Pads. Wenn irgendwas schiefläuft, halte ich den Kopf für sie hin. Ich weiß, dass das nicht immer so weitergehen kann, aber das wird es wohl wert sein, oder? Oh, ich bin Platz 2. Scheiße. Ich habe Angst, jetzt runterzugehen.
Hä? Ach, hier ist das Exit. Ach so. Für eine Sekunde habe ich gedacht, der Exit ist oben. Aber egal. Ich will diesen Raum. Wir müssen reden. Levis, wir müssen mal reden. Du bist der intelligenteste Mensch, den ich kenne. Das Nukaschein-Projekt hätte ohne dich niemals solche Fortschritte gemacht. Das ist mir klar. Als du uns erzählt hast, dass du mehr Raum zum Nachdenken brauchst, hast du den anstandslos bekommen. Es ist nur so. Wir dachten, du brauchst Platz zum Nachdenken, nicht um an deinem Hobby zu arbeiten. Und Hobby ist noch vorsichtig ausgedrückt. Mittlerweile ist es ja eher zur Besessenheit ausgeartet. Ich sehe ja, dass jedes Genie Recht auf ein paar Eigenarten hat, aber wir könnten diesen Platz wirklich gut gebrauchen. Ich wünschte, ich könnte direkt mit dir darüber sprechen, aber ich bin zu blöd, um nach unten zu drücken. Es tut mir leid, Levis. Ich bin tot, wenn ich jetzt hier rausgehe. Da stehen bestimmt jetzt 5 Leute und zielen auf mich. Bäm, bin ich tot. Hoffentlich nicht. Gott, ich kann gar nicht hinsehen. Ich hasse es, aus Türen rauszutreten. Und auf Platz 2 zu sein. Das klingt ja so faszinierend. Wieso gibt es eigentlich keinen Platz 3? Manchmal sind die Server doch ein bisschen seltsam, oder? Bin ich tot? Ich bin nicht tot. Der war schon tot. Alles gut, wir sind in Sicherheit. Also, Lemon Hayes. Offensichtlich gibt es einen dritten Menschen hier. Wieso ist der nicht aufgelistet? Das ist irgendwie ganz seltsam, oder? Egal. Wir möchten jetzt zurück. Und nicht dabei sterben. Ich will nur noch die Quest hier beenden, dann könnt ihr mich gerne wegschießen. Versprochen. Ich wehre mich da nicht mal. Nungul. Ah, wieso versuche ich es überhaupt? Vielleicht haben die 10mm Munition. Moment. Schade. Ach. Nur ein Ghoul, alles gut. Ist nur ein Ghoul. Ich frage mich, was der Scheiß hier überhaupt soll. Ich meine, über die Straße kannst du auch einfach gehen. Oder nicht? Oder ist es so eine vielbefahrene Straße? Oh. Ich habe für eine Sekunde gedacht, da läuft jemand hinter mir her. Also, mir ist jemand hinterher gelaufen, aber nur ein Ghoul. Alles gut. Werd hier noch wahnsinnig in diesem Modus. Da, jemand wurde getötet. Ich check's nicht. Warum? Hä? Keine Ahnung, Platz 3 hat einfach für eine gewisse Zeit nicht existiert. Ach so. Keine Leiche bei mir in der Nähe, ne? Na, da unten. Aber das heißt, dass der hier irgendjemanden jagt. Oder mehrere. Hier wird keine Zeit vergeudet. Ich bin Vollzeit-Alki.
Und dieser Keller ist mein schickes Büro. Kann ich die Tür wieder schließen? Schade. Nuka Scheinzutaten Teil 2. 3 nukleares Material. Okay. Es war einmal ein Hirn in einem Behälter. Und wenn es nicht gestorben ist, dann trinkt es noch heute. Habt ihr vielleicht die Zutaten hier? Ginge das? Wie geht's uns denn an diesem sehr, sehr, sehr bombigen Abend? Sonst weiter nichts, schade. Wir brauchen auf jeden Fall noch Mais und Klingkorn. Das heißt, wir werden jetzt kurz nach Hause gehen und diese Sachen dort anpflanzen. Und die anderen Sachen in Sicherheit bringen, glaube ich, ne? Und zu Hause fühle ich mich übrigens sicherer. Das ist noch ein kleiner Punkt. Ich meine, jetzt können die mich ruhig erschießen. Ist mir völlig Wumpe. Obwohl dieser atomare Schrott-Zeug-Dingenskirchens wird wahrscheinlich Schrott sein, ne? Das heißt, sobald ich sterbe, verliere ich das auch. Aber ich meine, in Fallout 76 ist das Sammeln eigentlich recht einfach. Man muss sich einfach nur aus- und wieder einloggen und hoffen, dass man auf einem anderen Server landet. Aber an sich? Ich könnte zum Beispiel auch die Todeskralle bei mir da ohne Ende farmen. Wenn es mehrere Server gibt. Ich weiß ja nicht, wie fest er das handhabt. Scheiße. Na komm, holen wir uns das Mais. Scheiß drauf. Wenn das Spiel uns schon eine Lösung in der Nähe gibt, dann sollten wir sie auch annehmen. Auch wenn ich ehrlich gesagt ein Problem damit habe, auf Platz 3 hier rumzulaufen. Ich weiß, es ist schlimm, dass ich es immer wieder erwähne, aber es ist halt einfach so. Ihr merkt schon, es geht mir nicht aus dem Kopf. Es ist elementar in meinem Kopf vorhanden, dass ich jetzt auf Platz 3 bin. So. Wildes Klingenkorn. Wilder Mais. Ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung, wie Klingenkorn aussieht, aber wir haben jetzt schon ein bisschen was eingesammelt. Ist irgendwie so ein Graszeug, ne? Da, das ist doch Klingenkorn, oder? Ich fühle mich hier wie ein Opfer. Das ist Klingkorn. Was zur Hölle ist Klingkorn? Da, das ist Klingkorn. Ha! Okay, es ist grau. Ah, alles klar. Jetzt finde ich es zumindest. Jetzt finde ich kein Mais mehr. Hi! Klingkorn-Check. Jetzt brauchen wir nur noch Mais. Oder können wir hier drin ein bisschen was finden? Es wäre so schön gewesen, wenn er legendär wäre. Stell dir vor, so eine kleine legendäre Kakerlake auf Level 1. Ach übrigens, ich habe ein 10mm Pistole irgendwo gefunden gehabt. Die wollte ich mir kurz angucken. Nur ganz kurz. Da! Stufe 5! Geil! Und wir müssen noch mal gucken, ob wir unsere Powerrüstung vielleicht verbessern können. Das wäre vielleicht noch ein Schritt, um uns ein bisschen stärker zu machen.
Aber als allererstes Mais. Mais, Mais, Mais. Habt ihr hier Mais irgendwo? Nö. Aber ich brauche noch 3 Stück. Oh, Kleber. Spielen wir weiter das Opfer. Ich bin ja so gern ein Opfer. Klinkhorn. Oh. Also ich sehe hier 2 Maispflanzen. Ah, okay, alles klar. Okay, schnell weg hier. Ah. Ich habe alles zusammen. Niemand, der hinter mir ist. Perfekt. Eichhörnchen am Stiel, komm schon. Das haben die verändert. Es gibt jetzt neue Effekte für die Powerrüstung. Der macht jetzt immer so, wenn man irgendwo landet. Find ich cool. Auch wenn es am Anfang ein bisschen unheimlich war. Weil ich nicht wusste, wo das Geräusch herkommt. Alter, wie soll man die auch treffen? Sicherheit, ich komme. Ah. Ich bin sicher. Wobei ich muss auch sagen, ich hätte es ja schon gerne, dass mich jemand besucht, ne? Und dass da so ein epischer Fight wieder entsteht. Aber dennoch habe ich ein bisschen Angst davor, dass ich einfach weggeschossen werde. Wenn jetzt irgendwie eher so einen Warnschuss geben würde und ich wüsste, okay, da ist jemand. Zeit für einen epischen Fight. Ja. Dann würde ich das gerne machen. Aber nicht irgendwie hinterrücks einfach erschossen werden. So, Nuka-Cola Schein. So. Was steht da? Aus gärendem Alkohol werden mit der Zeit alkoholische Getränke. Der Vorgang läuft in einem Gärbottich schneller ab. Okay. Gärbottich. Du wirst von dem ganzen Scheiß jetzt Gärbottich. Du? Ach. Achtung! Meine Freunde sind hier die allerbesten. Besonders dieser reizende kleine Ziegelstein da drüben. Wie geht's dir, Steini? Warnung, experimentelle Ausrüstung. Der Nuka-Schein weggeht wie warme Semmel, arbeitet Levis an einem Blitzgärbottich. Um die Gärung zu beschleunigen. Es ist noch nicht fertig, also rühr ihn bitte zu eurer eigenen Sicherheit nicht an, wenn ihr nicht Levis heißt. Ich meine es ernst. Ich habe fast ein Auge verloren und das Ding nicht mal bedient. Hört sich sicher an. Also, wenn das Leben Ihnen mal übel mitspielt, dann sprechen Sie doch einfach den guten alten L an. Ey, Levis, nimmer. Riecht es hier unten nach Alkohol oder bilde ich mir das nur ein? Rieche ich da etwa Nuka-Schein? Ja. Ich gieß das mal in meine Aufnahmekammer und... Wow!
Teste dich mal einen Drink. Das arme Gehirn. Der Bericht. Qualitätsbewertung? Köstlich. Nebenwirkungen? Übelkeit? Abhängigkeit? Leibnierenschäden? Die Liste geht noch weiter, aber das wär's im Groben. Ihre Gäste werden ausflippen, wenn sie das ausschenken. Werden sie es überleben? Ungewiss. Aber hängen wir uns nicht an Details auf. Möchten Sie morgen nochmal wiederkommen und mir bei meinem täglichen Qualitätstest helfen? Ich habe noch viel mehr Rezepte auszuprobieren. Gearbutte, ich brauche Station. Ich muss sagen, ich habe mich ein bisschen erschreckt. So ein bisschen. Oh Gott, 150 Kronkorken, die mir geklaut werden können. Wir müssen nach Hause. Wir müssen Geld ausgeben. Gibt es Drinks zu testen? Meine Aufnahmekammer steht immer offen. So, ich glaube, ich werde jetzt wirklich nochmal kurz nach Hause reisen. Meinen Müll ablegen. Und dann kümmern wir uns morgen um den Sheep-Squash. Schwerer Name. Haut rein, euer Zero. Tschüss.